Und dies hat für unseren Verein einen Mann ermöglicht, den ich nochmal Danke sagen will im Namen der ganzen Abteilung. Unser Thorsten, der 12 Monate gegen den DTB gekämpft hat und am Schluss uns dieses Spiel auch heute ermöglicht hat. Rechtsanwalt München. 18 Monate natürlich auch keine Spieler. Und deswegen möchte ich die ersten Hauptdarsteller des heutigen Abends begrüßen. Unser langjähriger Oberschiedsrichter von der Spielvereinigung Heimersbach, Richard J. Kügel. Eine tischtennis Legende. Als erster Tischschiedsrichter Bernd Hohlhöfer. Und am zweiten Tisch Markus Kemmeter. Unterstützt werden die beiden Tischschiedsrichter heute noch von Kevin Lindner, der heute seine Schiedsrichterprüfung absolvieren wird. Apropos Traumstadt, das trifft mehr denn je auf die Gäste aus der Landeshauptstadt zu, denn unser heutiger Gegner ist tatsächlich mit seiner geballten Talentpower mit 3 Siegen aus 3 Spielen gestartet und mausern sich mehr und mehr zu einem natürlichen Kandidaten. Vor allem ihr Sieg gegen den Hohenstein-Anstal war eine große Nummer, also 4 Siege vor allem im vorderen Parkkreuz erringen konnten, was der Schlüssel zum Sieg war. Heute drehen wir unsere Gäste in Feldrich in folgender Aufstellung an. Joachim Zahn. Position 1, ich könnte jetzt endlos seine Erfolge aufzählen. Er war mal deutscher Jugendmeister, er war zahlreicher Teilnehmer bei Jugend-Europameisterschaften. Wir begrüßen in Feldrich Florian Schreiner. Da spielt die ganze Familie Tischtennis, die Mama erste Damen-Bundesliga in den 80ern, glaube ich, der Papa erste Bundesliga und die Schwester an Position 2 ist aktuell Jugendnationalspielerin. Weil eigentlich abgesagt werden musste, aber er kann sich immer noch der aktuelle bayerische Herrmeister nennen. An Position 2 Daniel Rinderer. Auch das ist eine Tischtennis-Familie. Sein kleiner Bruder und schon in Bayern in seiner Altersklasse top in Deutschland. In der Abrufsaison letztes Jahr in der Regionalliga Süd 11:3 Siege im vorderen Parkholz gespielt. Wir begrüßen an Nummer 3 Nico Rogino. Und komplettiert nur das Team durch das nächste Talent bislang 3:1 Siege in dieser Saison. Auch schon mehrere Teilnahmen bei Europameisterschaften, da auch Medaillen gewonnen im Mix und in der Mannschaft. Wir begrüßen dann nochmal wieder Tom Schweiger. Also alles U15 außer Florian Schreiner. Nummer 1 Guido Schweiger und Nummer 2 Schreiner Rinderer. So, dann kommen wir zu unserer Mannschaft. Wir setzen natürlich auf die gleiche Truppe, die letzte Woche zweimal erfolgreich war. Wir begrüßen an Nummer 1, 5:1 Siege in dieser Saison bislang, Martin Dumann. Ich bin schon einige Jahre in Feldrich und sammelt da sehr viele Punkte. Nach 4 Jahren hinter dem Parkkreuz, dort stets eine positive Bilanz gespielt. Geben wir in dieser Saison die Chance im vorderen Parkkreuz. Unser Eigengewächs, Marius Zaus. Letzte Woche 3:1 und 3 Siege unser Mannschaftsführer Alexander Rattersen. Ihm hat offensichtlich die Corona-Pause. Und ganz besonders getan. Begrüßen wir unsere Nummer 4. Er ist Teil einer australischen Delegation von 4 Talenten und einem Coach, den ich vorab begrüße. Den Coach John Murphy hier in Feldrich. In den nächsten Monaten in der Tischtennisschule in Bad Aibling trainieren werden und sich durch zahlreiche Turniere und auch durch die Wettkämpfe bei uns hier in der dritten Bundesliga bzw. die anderen Spieler in anderen Ligen Erfahrungen sammeln auf ihrem Weg aus Australien.
Wir begrüßen aus dem Nikolas Lamm. Lamm, jung geschrieben. Jetzt will ich das kleine Wort stellen. Wie bewerben an 1, Klaus Rattersnett und an 2, Human Lamm. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß beim heutigen Spiel. Tolle, spannende Spiele. Und ich übergebe, wie vor 2 Jahren, das Mikrofon unserem Oberschiedsrichter, der Richard, für die letzten Worte. Liebe Sportkameraden, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, ich darf Sie alle im Namen des Schiedsrichterteams hier in der Halle in der Friedrich sehr herzlich begrüßen. Begrüßen darf ich natürlich an erster Stelle die Gäste aus München vom FC Bayern München und die Hausherren von der DJK Spielvereinigung Friedrich. Ich und unser Schiedsrichterteam wünschen Ihnen faire Spiele, spannende Spiele, die Zuhörer und Zuschauer, wenn ich ehrlich bin, dass die Handys ausgeschaltet oder stumm geschaltet werden. Da bin ich dann. Den beiden Mannschaften wünsche ich Erfolg, faire Spiele und spannende Kämpfe. So, so kennt man ihn. Richard J. Gügel. Bin persönlich sehr gut mit ihm befreundet. Ich glaube seit, ja genau genommen seit 1967, wenn nicht sogar schon länger. Da hat er mal versucht für seinen Verein Hölzberg mich und meine Zwillingsschwester einzukaufen in Gänsefüßchen. Die hat er auch mal ganz gut gespielt, weiß aber gar niemand mehr. Lattasse gegen Lampino Schweiger, Zellrichter Bernd Wohlhöfer. Am Tisch 2 spielt Luhmann Lamm gegen Schreiner Rinderer. Auf los geht's los. Und alle Videos zu diesem Spiel in der dritten Bundesliga am heutigen 16. Oktober 2021 auf dem YouTube-Kanal, auf dem ihr gerade seid, YouTube Reinhard Steinbrecher, Suchwort 2021 10 16. Bitte die Musik kurz zurückschalten. Oder Zugwort Friedrich gegen Bayern. Ich habe schon ganz vergessen, es ist mir eine ganz große Ehre, dass ich, dass wir unseren obersten Chef aus Bayern, unseren Zar Joachim begrüßen dürfen. Joachim, herzlich willkommen, Herr Friedrich. Seit sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten ganz oben in Bayern in der Schiedsrichtergilde. Joachim Zahr aus Unterfranken. Also wie gesagt, alle Videos auf YouTube. Reinhard Steinbrecher, Suchwort. Friedrich gegen Bayern München, Table Tennis, dritte Bundesliga.